Willkommen zu einem weiteren Video hier bei Lohnunternehmen Harter. Ich bin's, der Hendrik 1, und ich wollte euch jetzt heute mal ein bisschen mitnehmen auf meine Tour beim Pflügen. Ich habe hier meinen Fendt-Favorit 926 Vario mit einem, lass mich schauen, es müsste ein Vogel und Not, müsste ein Vario sein, ich weiß nicht genau. Habe es nicht genau gelesen, aber wir können mal kurz im Shop nachschauen, was es für einer ist. Flüge, und das ist der Vogelnot Plus XS Pro. Ja. Ist ein sehr schöner Pflug auf jeden Fall. Und damit bin ich jetzt hier auf der Stappenbach die 74 am Pflügen. Im Multiplayer natürlich, auf Lohnunternehmen Harter Server. Und ich wollte euch auch mal einen Trecker ein bisschen vorstellen. Das ist wie gesagt der Fendt 926 Favorit, also ja, Fendt Favorit 926 Vario. Der hat ziemlich viele ICs, wie ihr hier sehen könnt. Die werde ich euch jetzt mal ein bisschen vorstellen an dem Trecker. Wir haben hier vorne die Frontscheibe zum Öffnen. Wenn man dann draufklickt, müsste sie normalerweise öffnen. Tut sie jetzt aber nicht. Aus irgendwelchen Gründen, ich mache mal das HUD schnell an. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, hier kann man das Lenkrad nach vorne und nach hinten klappen, dann da vorne die Scheibe öffnen, die auch sehr weit rausgeht, was auch sehr schön ist, finde ich. Dann können wir hier noch die Tür aufmachen. Ja, auch schöne Angelegenheit. Da geht auch immer hier oben noch das Licht mit an. Können wir mal kurz gucken. Ja, schön, geht das Licht mit an. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool an dem Trecker, und darum fahre ich den auch ziemlich gern. Hier oben haben wir noch eine Dachluke, die man von außen jetzt zusieht und jetzt offen. Gut, dann haben wir hier noch eine Tür, ganz normal. Dann ist hier noch so ein kleines Ausstellfenster, was sich auf der anderen Seite auch befindet. Dann haben wir hinten natürlich noch das Heck-Ausklappfenster, wo wir auch ausklappen können schön. Und ich finde, Flügen mit dem Pflug ist richtig geil aus der Innenansicht, weil man kann einfach mit dem Trecker so ein bisschen so die Schnauze im Feld halten und man pflügt einfach geil. Also das ist einfach ein rundum geiler Pflug und ein geiler Trecker. Natürlich rundum leuchten, was weiß ich was, hat auch, haben wir jetzt in Black Beauty Edition gekauft. Ich habe übrigens noch ein Standardgewicht vorne dran, ein Syr 1700 Kilogramm. Das reicht uns auf jeden Fall. Und natürlich klar, der Pflug ist noch ein bisschen einfahrbar für die Straße. Und ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Jetzt sind wir da ein bisschen reingekommen, aber das ist auch nicht schlimm. Ist auf jeden Fall ziemlich nice, finde ich. Generell, der Trecker gefällt mir sehr. Können wir mal schnell hier die Beleuchtung anmachen, dass man ja auch nochmal sowas sieht hier von dem Treckerchen. Natürlich die ganzen Blinker und was weiß ich was hat er natürlich auch. Ja, das ist ja standardmäßig. Jo. Und ansonsten würde ich auch schon sagen, wir, ich nehme euch noch ein bisschen mit auf eine kleine Reise hier mit dem Pflug durchs Feld. 74. Ja, wir haben auf unserer kleinen Reise hier mit unserem Pflug durchs Feld 74, da haben wir viel erleben auf jeden Fall. Habe ich jetzt ein bisschen groß betitelt, aber ja. Wenden wir den Pflug einmal. Blenden wir mal kurz das HUD aus. Ja, oben sieht man halt noch vom Glanzmod oder wie es heißt. Sieht man jetzt noch, wer alles da ist. Da ist der Hendrik da, also der, wo grün markiert ist, bin ich, der große Hendrik. Dann ist Jordan da, Bauer Alex, Jojo, da sind alle da. Der Kollege ist auch noch da. Ja, und da habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt mal schnell in einen anderen Channel, also TS-Channel, nehme hier schnell das Video auf und hab dann auch schnellstmöglich angefangen, dass ich später auch wieder mit den anderen spielen kann. Und man sieht ja zurzeit echt, dass ziemlich viele Livestreams auch kommen. Livestreams und Videos.
was sich ja positiv auf unseren Kanal auswirkt, der jetzt mittlerweile schon über 9000 Abonnenten hat. Das ist wirklich eine brachiale Zahl. Auch wenn es YouTuber gibt, die mehr Abonnenten haben. Uns geht es um den Spaß. Uns geht es wirklich um den Spaß am Spielen, am zusammen miteinander Let's Playen, am zusammen miteinander Spielen. Und nicht, also es geht eher zweitrangig um die Zuschauer, also um die Abonnenten, weil ich glaube, ihr merkt es auch, dass wir zurzeit auch Werbung gemacht haben auf Facebook, könnt ihr uns auch mal suchen, Lonus neben Harte auf Instagram könnt ihr euch und auch suchen unter Lonus neben Harte und euch dort bewerben dann. Wie gesagt, kostet nichts und wer Bock hat drauf, bewirbt sich und ja. Ich habe mich auch so beworben, ich habe Videos im YouTube gesehen, ach wäre doch mal ganz geil, dann habe ich mir einen PC gekauft und dann auf einmal schreibe ich unseren Falk so an und er so, bist dabei, so schnell ging's und es war innerhalb von 1,5 Stunden war das eingerichtet, alles mit Teamspeak und Pipapo. Und ging auch wirklich alles für die Verhältnisse sehr schnell. Und darum bin ich auch überzeugt vom Lonus neben Harte und werde jetzt hier auch weiter meine Flugbahnen ziehen. ja, also da bin ich auf jeden Fall sehr positiv und überzeugt. Und da könnten die anderen auch sagen, dass sie da positiv davon überzeugt sind, weil, ja, was wir machen, Lonus neben Harte ist einfach geil. Wer dazu möchte, bewirbt sich und hoffentlich klappt's. Ja, habe ich noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Darum würde ich auch schon sagen, lasst ein Like da, abonniert uns, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, bis im nächsten Video oder Stream. Ciao.